Wir sind heute auf dem Tempelhofer Feld und interviewen ein paar Tierbesitzer. Wie heißt dein Liebling? Paco. Und wie alt ist Paco? Er wird in ein paar Tagen 2,5. Und welche Rasse hat er? Das ist ein Labrador. Und kann denn Paco irgendwelche besonderen Tricks? Oh, wow. Und wie kam es, dass Paco zu dir in die Familie gezogen ist? Ich wollte schon lange einen Hund haben. Es hat sich ergeben, dass wir im Grunde einen anderen Hund hätten übernehmen können. Rassenmischung war so ein bisschen, ich will nicht sagen bedenklich, aber wir haben halt ein kleines Kind und der Hund war schon älter. Und da haben wir so das erste Mal so aktiv damit auseinandergesetzt, dass es vielleicht doch jetzt ginge. Und dann haben wir gesagt, gut, dann holen wir uns einen. Aber es war im Grunde das einzige Tier, was ich nie haben konnte, weil ich bin auf dem Bauernhof groß geworden und Was bedeutet denn Paco für dich? Na, es ist schon irgendwie ein Familienmitglied. Ne? Wir haben eine Tochter, eine kleine, ist sie nicht mehr, die ist jetzt schon 9. Und ich meine, sie bezeichnet ihn so als jüngeren Bruder und im Grunde ist er so ein bisschen, ja, so fühlt sich das auch an. Oh. Welchen Tipp würdest du jemandem mit auf den Weg geben, der sich bald einen Hund adoptieren möchte? Ich hätte wahrscheinlich viele Tipps. Ich glaube tatsächlich, was mich am meisten überrascht hat, obwohl ich mich lange damit auseinandergesetzt habe, ist, wie unterschiedlich dann die Rassen im Endeffekt sind. Mhm. Also im Grunde, also es gibt einen Grund, warum es verschiedene Hunderassen gibt. Okay. Und ich glaube, das ist sehr, sehr hilfreich, wenn man sich einen Hund anschafft. Folg uns doch gern für mich.